Leute, ich möchte euch heute meine Jahresfavoriten 2011 zeigen. Ja, und der Hund kläfft schon wieder. Egal. Ich bin jetzt schon 2012, aber ist auch egal. Ich mache jetzt noch meine Jahresfavoriten, denn ich brauchte dafür ein bisschen Überlegung, was ich so wirklich als Favorit zeigen kann. Denn ich bin eigentlich jemand, der gerne abwechslungsreich ist. Also ich benutze selten immer dieselbe Farbe, aber so beim Durchgucken meiner Sammlung hat sich herausgestellt, dass ich doch einige Produkte immer benutze und die werde ich euch jetzt einfach zeigen. So, ich bin ja auch schon voll geswatcht. Ich habe mich nämlich vorbereitet. Fangen wir mal mit den Lidschatten an, oder? Oh, der Hund kommt. Hi Hündchen. Hier in meiner Cosmetic Cosmo Palette habe ich drei meiner Favoriten. Und ich kenne die Favoriten auch schon. Also einmal von Cosmetic Cosmo Creme, dann von Cosmetic Cosmo Utopia und dann von MAC All That Glitters. Ich zeige euch diesmal eben noch geswatcht. Hier ist Creme. Hier ist All That Glitters und hier ist Utopia. Ja, Creme ist ein sehr, sehr schöner beige schimmernder Ton für das ganze Lid. Der ist auch super pigmentiert, ist ja selten bei solchen Lidschatten. All That Glitters ist halt ein schönes orange-gold-braun und Utopia ist halt dieses MAC Satin Tube. Einfach so ein schöner, schimmernder Braunton für die Lidfalte. So besonders ist die Farbe gar nicht. Dann noch von MAC meinen Big Bounce Eyeshadow. Genau so heißen die. Trophy heißt die Farbe. Die sieht noch total unbenutzt aus, weil einfach so viel Farbe noch im Deckelchen hängt. Das ist halt ein, ja, beige mit silbernem Schimmer, beige-rosé und vereinzelt hat das so Glitzerpartikelchen. Moment, mir fällt ja gerade alles runter. Nein, doch nicht. Ich zeige euch die mal geswatcht. Die Farbe. So sieht die Farbe aus. Finde ich ganz toll. Ist halt ein ja, Creme-Lidschatten, der wirklich sehr cremig ist. Kann ich schlecht beschreiben. Konsistenz. Aber ich finde den toll. Der ist nämlich jetzt auch im Standardsortiment. Dann meine Decay Naked Palette. Nein, Scherz. Das ist nicht die Urban Decay Naked Palette. Das ist von NYX. Die Palette Champagne in Caviar. Wundert euch bitte nicht. Die Palette hat jetzt einen neuen Namen. Die heißt jetzt Champagne in Bubbles. Ja, also falls ihr denkt, die gibt's nicht mehr, doch, die gibt's noch. So sehen halt die Farben aus. Alles Nude-Töne, bis auf das Schwarz hier. Und deswegen ist meine persönliche Urban Decay Naked Palette. Jo, die habe ich wirklich sehr oft benutzt. Ich liebe hier immer noch diese Farbe hier. Oh. So, weiter geht's. Dann... Klar braucht man auch eine Lidschattenbase, wie immer die von Art Deco. Die hat 6,99 Euro, glaube ich, mal gekostet. Richtig teuer, aber die hält auch ewig. Hier, man sieht jetzt echt schon eine Kuhle. Und langsam ist es dumm, denn jetzt muss man schon fast mit dem Fingernagel mit rein. Das finde ich ein bisschen doof. Mich stört an der Base immer noch, dass die so glitzert. Aber ja, okay. Muss ich mitleben, oder? Dann kommen wir langsam zur Mascara. Ich habe viel getestet, fand einiges doof, aber die beste Mascara ist für mich die P2 Big Drama Mascara. Die ist einfach, ja, eher natürlich, die macht keine Fliegenbeine, trennt die Wimpern sehr schön, aber verlängert die auch. Was mir wichtig ist, denn ich habe so richtig kurze Wimpern, wisst ihr ja.
Also ich finde die toll. Die ist auch richtig günstig. Jetzt ist meine Deko-Base runtergefallen. Nein. Dann ein Kajal. Auch von P2. Farbton. 21. Seht ihr das? Ich sehe es nämlich nicht. Ich bin so kurzsichtig, ich sehe das nicht. Gorgeous Germany heißt die Farbe. Halt einfach ein Beige. Oh, hallo. So. Das ist ein Beige. Halt für die Wasserlinie. Dann seht ihr nicht so müde aus. Brauche ich also immer. Ich bin immer müde. So. Dann Concealer. Habe ich ein. Der ist aber dreckig, ey. Wieso ist bei mir immer alles so dreckig? Anayake heißt der. Also von Anayake ist der Concealer. Wie heißen die? Steht das? Oh. Pinceau Lumiere Highlight Brush. Das ist kein deckender Concealer, sondern das ist so ein Concealer, der aufhält. So lichtreflektierend. So ein Zeugs halt. Aber ich finde den toll. Der kriegt bei mir nicht so in die Augenfältchen, weil das ist total schlimm. Ich habe ja so trockene Haut und dann kriegt bei mir immer alles sofort in die Augenfältchen. Ja, aber der ist toll. Der war in der Douglas Box und ich habe die Douglas Box einen Monat lang nur wegen dem Concealer abonniert, denn der kostet 30 Euro. Ja, weiß ich nicht, ob ich den mir nachkaufen würde. Aber ich habe den jetzt hier erstmal noch. Dann kommen wir zu den Lippen. Ja. Ja, ich habe alles gezeigt. Hier meine Lippenswatches. Zuerst möchte ich euch. Wo ist er denn jetzt hier? Zuerst. Mein erster Favorit ist von Lancôme. Dieser Mini-Lippenstift. Dieser Rosé-Rotton. Das ist die Farbe 302. Vol de Rose. Steht hier nicht drauf, aber ich weiß es auswendig. Vol, keine Ahnung, was das auf Französisch heißt. Ich schreibe es mal euch hier hin, falls ich das jetzt nicht richtig ausgesprochen habe. Mein Französisch ist auch schon ein paar Jahre her. Den habe ich euch hier geswatcht. Einfach ein schönes, natürliches Rot-Rosé. Finde ich ganz toll. Dann, zweite Farbe ist von Frag die Gurus. Den kann man bei Cosmetic Cosmo kaufen. Der Nude Lippenstift Reni. Der sieht richtig eklig aus. Entschuldigung, aber so sieht er nicht gerade ansprechend aus. Aber dann erstmal auf den Lippen. Das ist so ein schönes. Habe ich einen Lippenstift gefasst. Karamell Nude. Der hier. Richtig toll. Schön die Farbe. Ich mag nicht diese wasserleichen Nude-Lippenstifte. Ja. Den mag ich ganz doll. Den würde ich mir auch nachkaufen. Auf jeden Fall. Erst wollte ich mir den nicht kaufen, weil er halt so dunkel aussieht. Aber er ist richtig schön auf den Lippen. Dann der nächste Ton. Den nächsten Ton kennt ihr auch alle schon. Die Kamera verwackelt so. Auf dem Mac. Wonder Woman L.E. Das ist halt dieser rosa Nude-Ton mit dem. Was sind das jetzt eigentlich? Gold oder Silberschimmer? Ich weiß gar nicht. Das ist irgendwie mal anders. Ja, sieht gerade Gold aus. Habe ich auch schon richtig verbraucht. Das soll nicht leer gehen. Manu! Oh Gott, ich habe schon so viel gelabert. Makede heißt halt die Farbe. Und das ist der Ton hier. So, weiter. Atme nicht vergessen. Dann ein Lippenstift aus der Urban Messages LE von Essence. Dieser etwas orangenere. Der ist total lecker. Riecht total fruchtig. Eher glossy, aber ich mag das eigentlich. Ist ein
der hier, der letzte. So. Weiter, Entschuldigung, ich muss mich ein bisschen beeilen. Dann ein Lipgloss von Cosmetic Cosmo mit dem Namen Engelsgewicht. Fokussierst du? Fokussierst du? Hallo? Egal. Ein Nude-Ton. Der passt hervorragend zu dem Reni-Lippenstift. Und den habe ich euch hier geswatcht. Nur ganz mini geswatcht. Ich bin ein bisschen außer Puste jetzt. Dann noch ein Lipgloss von Essence aus der Sun Club-Reihe mit dem Namen 09 Sunkiss Coral. Der ist auch toll. Einfach ein schöner Korallton mit Schimmerpartikeln, so pinke, goldene Schimmerpartikel. Warum habe ich den noch nie auf YouTube gesehen? Der ist wirklich toll. Der hat sogar eine leichte Farbabgabe. Aber der schimmert halt wunderschön. Er riecht aber nach Marshmallows. Marshmallows. Finde ich ganz eklig. Aber ich kann damit leben. Das war das. Weiter geht's mit. Jetzt kommen so ein bisschen Pflegeprodukte. Habe ich nicht sonderlich viele, aber die wenigen, die ich habe, finde ich toll. Ups. Das ist meine Handcreme von L'Occitane. Sie ist richtig toll. Sie war eine limitierte Edition. Die heißt Rose du Dessert. Jo. Riecht halt wunderbar nach Rosen. Die Creme ist etwas fester beim Rausdrücken, aber dann, wenn sie erstmal auf der Haut ist, lässt sie sich wunderbar verteilen und sie zieht richtig schnell ein. Man riecht den Rosenduft wirklich noch den ganzen Tag. Also ich mag diese Handcreme, auch wenn sie natürlich etwas teurer ist. Aber die werde ich mir nachkaufen. Hundertprozentig. Aber vielleicht mit einem anderen Duft. Da gibt es so viele. Dann nageltechnisch mein liebster Unterlack, den ich mir auch immer nachkaufe. Entweder kaufe ich mir den Rillenfüller von Rival de Loop oder den pflegenden Unterlack. Wobei ich den Rillenfüller noch ein bisschen besser finde. Den solltet ihr euch mal anschauen. Ja. Und mein liebster Nagellackentferner ist der von Essence. Dieser blaue mit dem Kokosduft. Also den Duft finde ich ja eklig. Aber er entfernt einfach am besten von allen Nagellackentfernern. Ich habe mich durchgetestet. Dann bin ich auch schon bald fertig. Zum Abschminken habe ich für mich entdeckt die Balea Med Waschlotion. Die ist pH-neutral, seifenfreie Waschlotion für empfindliche Haut. Jo, finde ich toll. Die kostet nur 95 Cent. Ja, ich bin im Bild. Ich muss gerade im Spiegel gucken. Richtig toll, schminkt einfach super ab. Kann ich nur empfehlen. Noch mein liebstes Shampoo von Alverde. Glanz-Shampoo, Zitronenblüte, Aprikose. Ohne Silikone halt. Seit einem Jahr benutze ich das. Immer nachgekauft. Finde ich top. Also ich möchte kein anderes mehr. Seitdem habe ich auch kein anderes mehr benutzt. Weil, nee. Ich bin sehr zufrieden mit dem Shampoo. Die Speicherkarte war jetzt gerade voll. Deswegen nehme ich jetzt einfach noch die letzten paar Sekunden hier auf der Webcam auf. Ich wollte nur noch sagen, dass ich jetzt keine Nagellacke in dem Video vorgestellt habe. Denn ich habe dazu schon ein separates Video vorgedreht mit meinen 10 liebsten Nagellacken. Und das werde ich euch dann bald hochladen. Denn jetzt alle Nagellacke zeigen, hätte einfach den Rahmen gesprengt. Und dann habe ich noch ein paar andere Favoriten. Und zwar war mein liebstes Buch in diesem Jahr 19 Minuten von Jodie Pickard. Dann mein liebster Film, den habe ich erst letztens gesehen, The Help. Mein liebstes Essen war meine selbstgemachten Wraps. Ich liebe Wraps. Ja, meine liebste Musik in diesem Jahr war eigentlich das Album
von Lady Gaga. Das fand ich ganz cool. Und auch die ganzen Lieder von Adele. Die finde ich richtig toll. Ja, das war's eigentlich. Schreibt mir doch einfach mal eure Favoriten in die Kommentarbox. Das würde mich auch freuen. Okay, tschüss.